Heute haben wir uns ein wenig wegbewegt von Athen und Piräus. Wir sind die Küste entlang gefahren und sind nun an der südöstlichen Spitze von Attika, das heißt der Verwaltungsbezirk von Athen und allem, was darum herum liegt. Und an dieser Küstenstraße hier, da sehen wir wunderschön das Meer, glasklar. Und dort oben, da ist der Poseidon-Tempel und das ist das sogenannte Kap Sunion. Und von dort aus, so sagt man die Sage, ist Ägäos hinuntergesprungen, als er auf seinen Sohn gewartet hat, auf Theseus. Er dachte, er ist tot, stimmte zwar nicht ganz, aber trotzdem, er hat aus dem Kummer hat er sich dort runtergestürzt. Und deswegen nennt man dieses Meer hier die Ägäis. Mediterranes Feeling pur, einfach wunderschön mit den Blumen und dem Küstenstreifen. Das ist doch wirklich Urlaub, oder? Und schon sind wir an der Spitze des Kaps mit dem Poseidon-Tempel. Man muss sich mal überlegen, wie der ganze weiße Marmor hier hochgeschleppt werden musste. Und wie viele andere Bauwerke stammt das auch aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, der Blütezeit der griechischen Antike. Das hier oben ist auch ein Naturschutzgebiet, denn hier leben Rebhühner. Die haben sich hier schon ganz nah an uns herangesellt.